Ich habe Dropshipping auf TikTok für 3 Tage ausprobiert und das ist dabei rausgekommen. Heute beschäftigen wir uns mit einem Geschäftsmodell, was es schon seit längerer Zeit auf dem Markt gibt und du bestimmt das ein oder andere Mal schon gehört hast. Und zwar Dropshipping. Ich habe das Ganze schon immer ein wenig nebenbei verfolgt, aber war nie so hundertprozentig davon überzeugt. Und jetzt habe ich beim amerikanischen Markt immer mehr Leute gesehen, die das anscheinend über TikTok erfolgreich verkaufen zu scheinen. Und da wir ja auf diesem Kanal verschiedene Möglichkeiten behandeln, wie man denn in den jungen Jahren am besten Geld verdienen kann, dachte ich mir, ich möchte das Ganze mal in dem deutschen Raum ausprobieren, um mir einfach meine eigene Meinung bilden zu können. Ich werde also in diesem Video einen komplett neuen Online-Shop eröffnen und das Ziel ist es, diesen innerhalb von 3 Tagen möglichst profitabel zu gestalten. Ob das Ganze so klappt, wie ich mir vorstelle, oder dann doch eher ein Reinfall ist, das siehst du am Ende des Videos, also bleib auf jeden Fall dran, wenn du das Ergebnis der Challenge sehen möchtest. Wenn du dich an dieser Stelle fragst, ob ich zuvor schon mal Erfahrung mit Dropshipping hatte oder nicht, ja, hatte ich schon mal, das ist allerdings schon 3 Jahre her und da habe ich nur 1, 2 Shops mal gelauncht, die auch nicht profitabel geworden sind. Ich habe das Ganze dann eher aufgegeben und bin bei meiner Social Media Agentur geblieben. Aber ich dachte mir, ich schaue mir das jetzt nochmal an und deswegen gehe ich jetzt mal auf die Suche, wo ich denn den aktuell besten Input finden kann. Und glücklicherweise musste ich dafür nicht weit suchen, denn wenn es um Dropshipping geht und vor allem im deutschsprachigen Raum, gibt es immer wieder eine Person, die mir über die letzten Jahre dort aufgefallen ist, die das Ganze sehr erfolgreich macht. Und zwar ist das Chris Phil. Die Person, die du wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal schon mal gesehen hast in der Werbeanzeige oder vielleicht auch auf YouTube, wenn du einfach Dropshipping gesucht hast. Und da ein Freund von mir ist, hat er sich dazu bereit erklärt, einfach mir ein paar Fragen zu beantworten. Und ja, schauen wir mal, was er jetzt dazu zu sagen hat. Ja, für all die, die dich noch nicht kennen, wie lange beschäftigst du dich denn schon mit Dropshipping? Ich beschäftige mich seit etwa 2015, 16 mit Dropshipping. Habe 2016 so etwa meinen ersten Dropshipping, meinen ersten E-Commerce-Store gemacht. Cool, das heißt, du hast jetzt schon über 5, 6 Jahre Erfahrung. Was denkst du, sind denn so die wichtigsten Punkte, auf die ich als Anfänger achten muss? Es sind eigentlich immer wieder 3 Punkte, die bei einem erfolgreichen E-Commerce-Geschäft wichtig sind. Und das ist einerseits der Online-Shop, das Produkt und das Marketing dahinter. Das sind sozusagen die 3 Säulen, die jeder Online-Shop braucht. Wenn man die 3 Sachen einigermaßen gut macht und im besten Fall noch 1, 2 davon richtig gut, dann sollte es auf jeden Fall recht gut laufen. Okay. Und denkst du, aktuell hat sich ja die Zeit, sag ich mal, schon seit 2016 bis jetzt ein bisschen was geändert im Dropshipping? Ich persönlich hatte ja auch mal einen Shop, ich glaube 2018 gemacht gehabt. Was denkst du, ist aktuell die, ja sag ich mal so, interessanteste Strategie für Dropshipping? Ich glaube, die Grundsätze sind immer die gleichen geblieben. Also am Ende des Tages braucht man noch immer, wie auch schon vor 5 Jahren, ein gutes Produkt, einen guten Store und gutes Marketing. Es haben sich aber durchaus, vor allem im Marketingbereich, immer wieder neue Sachen ergeben. Zurzeit mit einer der interessantesten Strategien bzw. Sachen, die man so als Dropshipper, als Online-Shop-Inhaber machen kann, ist meiner Meinung nach wirklich viel Fokus auf organischen Kurzform-Content setzen, weil dort einfach wirklich ganz, ganz viel organische Reichweite drin ist, die man sehr, sehr einfach gewinnen kann. Und die man sehr oft sehr gut mit Dropshipping koppeln kann. Ich denke auch, wenn man, sage ich mal, jetzt vor allem kein Startkapital hat, ist die organische Variante mit TikTok-Videos sehr von Vorteil. Die Frage ist natürlich, ich habe jetzt 3 Tage Zeit. Ist es da realistisch, irgendwie auch trotzdem Ergebnisse zu erzielen? Ich werde natürlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen und jetzt, sage ich mal, TikTok-Ads beispielsweise ausprobieren. Was sagst du dazu? Ich bin tatsächlich ein Fan davon, das eher ein bisschen konservativer anzugehen. Also zu sagen, 3 Tage einfach kein ausreichender Testzeitraum am Ende des Tages. Du kannst natürlich das Glück haben, ich verwende das Wort nicht gerne, aber ich muss es in dem Kontext leider sagen, dass ein bisschen was dabei rumkommt. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du mit einem geringeren Ad-Budget TikTok-Ads schaltest oder welche Ads auch immer schaltest. Und damit wirst du einfach in 3 Tagen nicht die signifikante Testmenge haben, dass du gleich sehen kannst oder gleich fühlen kannst, ob das wirklich ein erfolgreicher Store wird oder nicht. Heißt aber definitiv nicht, dass du ein paar Sales in den Tagen erzielen kannst. Vielleicht hast du auch Glück und es funktioniert direkt eine Ad super, die dir noch über Wochen, Monate, Jahre Geld einbringen wird. Alles klar, ja, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie die nächsten 3 Tage laufen werden. Ich werde dir ein Update geben und dir auf jeden Fall vielen Dank für die Infos. Für mich wichtig und auch, denke ich mal, für die Zuschauer. Wenn die Zuschauer noch mehr über Dropshipping etc. hören wollen, können sie gerne auf deinem Kanal, Chris Phil, ich verlinke es auch unten in der Beschreibung, vorbeischauen. Und ja, vielen Dank für die Zeit. Ja, nach dem Gespräch mit Chris habe ich natürlich noch ein bisschen Research gemacht und habe mir jetzt meine eigene Strategie zusammen erstellt und die ist eigentlich ziemlich straightforward. Der erste Schritt ist wahrscheinlich auch der wichtigste, der am meisten ausmachen wird. Und zwar ist es, ein Produkt zu finden, das
viral gehen kann. Schritt 2 ist dann, einen Shopify-Store zu erstellen. Schritt 3 ist dann, ein passendes TikTok-Werbevideo zu erstellen, was in Schritt 4 als Werbeanzeige geschalten wird. Und Schritt 5 ist letztendlich schauen, dass wir damit Geld verdienen. Ja, schauen wir mal, ob wir in den 3 Tagen überhaupt einen Sale generieren oder ob wir das Ganze auch wirklich ein bisschen profitabel gestalten können. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, ich lasse uns jetzt gar nicht mehr Zeit verlieren, sondern mache mich direkt mal auf die Produktrecherche. Ich habe jetzt die letzten 3 Stunden auf TikTok verbracht und habe versucht, ein passendes Produkt zu finden und gleichzeitig auch noch einen Supplier natürlich dazu. Und ich glaube, ich habe für mich ein passendes Produkt gefunden. Dabei habe ich vor allem nach bestimmten Hashtags gesucht, wie TikTok Made Me Buy It, Amazon Finds, Best Buy und so weiter. Und habe die ganzen dann nach den meisten Likes sortiert und das immer innerhalb des letzten Monats. Was dabei super an TikTok Research ist, umso mehr du, sag ich mal, dich auf bestimmte Produkte fokussierst, drauf klickst und, sag ich mal, einfach mit denen interagierst, desto mehr werden dir auch auf deiner For You-Page Sachen angezeigt. Also der Algorithmus lässt auch dort nichts zu wünschen übrig und du kannst dort immer mehr Sachen finden, die vielleicht dich interessieren werden. Also an dieser Stelle Achtung, deine For You-Page wird sich auf jeden Fall sehr stark verändern, aber du kannst natürlich auch einen extra Account erstellen und einfach den als Research nutzen. Was du dabei noch beachten solltest, ist natürlich zu schauen, ob du bereits schon Konkurrenz im deutschen Markt zu einem dieser Produkte hast. Das kannst du in dem machen, indem du einfach, wenn du dir ein Produkt ausgesucht hast, schaust, was es denn dazu schon auf TikTok alles gibt und wenn es da was gibt, was du vielleicht besser machen könntest. Der nächste Schritt ist, dass wir natürlich jetzt den passenden Online-Store zu unserem Produkt machen und dafür verwende ich einfach Shopify. Da hast du auch eine einfach 14-tägige kostenlose Testphase. Kannst das Ganze mal ausprobieren, wie das Ganze funktioniert und ich habe auch einen Link dazu in der Beschreibung und dann kann man das Ganze ganz einfach ausprobieren und ich werde das jetzt machen und werde dann zurückkommen, wenn ich den Store fertiggestellt habe. Mal schauen, wie lange es braucht. Ja, nach 3 Stunden Arbeit steht nun endlich der fertige Store soweit und ich muss sagen, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden damit, vor allem für die Zeit, die wir jetzt hatten und auch die Tools, die ich genutzt habe, weil ich überrascht war, wie einfach es doch, sage ich mal, zu gestalten ist mit Shopify, so ein bisschen in dem Drag-and-Drop-Prinzip und dann beispielsweise mit Canva konnte man gut die Designs machen, da brauchst du jetzt keine Design-Skills oder ähnliches dafür und als letztes war dann natürlich noch, musste ich die Domain kaufen, die habe ich jetzt direkt bei Shopify gekauft, das war bequemer, die kann man bestimmt auch deutlich günstiger noch bei einem normalen Domain-Provider wie beispielsweise IONOS bekommen. Und ja, jetzt geht es natürlich zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist, das TikTok-Video zu erstellen. Und ich habe mir die Zeit genutzt und habe einer Freundin davor Bescheid gesagt, ob sie mir nicht ein kurzes Entertaining-Video dazu machen kann. Und glücklicherweise hat sie zugestimmt und mir war es einfach wichtig, dass das jetzt nicht ein Video ist, wo man direkt denkt, dass das eine Werbung ist, sondern einfach wie, als würde man durch den Feed scrollen und auf ein normales Video aufmerksam werden. Und davon habe ich jetzt 3 Versionen, die ich jetzt sozusagen dann gleich in den TikTok-Business-Manager einfügen werde und da die ersten Kampagnen live schalten werde. Ich habe mir gedacht, ich nehme so 50 Euro pro Tag jetzt mal in die Hand, versuche verschiedene Zielgruppen aus. Ja, und wenn das erledigt ist, haben wir dann eigentlich Schritt 3 und 4 auch noch erledigt. Der letzte Schritt, der jetzt uns bei unserer Strategie noch fehlt, ist natürlich damit Geld zu verdienen. Und deswegen werde ich mich jetzt an die Kampagnen setzen, werde sie live schalten und dann schauen wir mal, ob überhaupt der erste Sale kommt und wenn ja, wann. Ich werde euch auf jeden Fall up to date halten. Ich habe mich gerade für das Abendessen fertig gemacht und weil ich so neugierig war, wollte ich noch mal kurz schauen, wie denn unser Online-Shop performt und bin deswegen noch mal auf das Shopify-Dashboard gegangen und was ihr hier sehen könnt, ist, dass wir tatsächlich schon unsere ersten 2 Sales bekommen haben. Ich kann das Ganze auch hier nochmal kurz aktualisieren und dann sehen wir, dass wir tatsächlich schon die ersten 2 Sales bekommen haben. Wir haben auch schon 179 Leute auf unseren Store bekommen und hier eine Conversion Rate von 1,12. Wenn wir auch noch ganz kurz einen Blick auf unsere Kampagnen in TikTok gehen, sehen wir auch hier, dass wir insgesamt hier ganz unten 27,84 aktuell ausgegeben haben. Wir haben hier eine CTR von 1,53 und dementsprechend einen CPA hier von 13,92. Und ich würde sagen, das war auf jeden Fall schon mal besser als erwartet. Jetzt schauen wir mal, wie das noch über die Nacht läuft. Ich werde jetzt erstmal zum Essen gehen und melde mich morgen wieder bei euch. Ein neuer Tag ist angebrochen. Wir sind nun am Tag 2 unserer Challenge und jetzt ist es 24 Stunden her, seit wir unsere Kampagnen live geschalten haben. Und dementsprechend dachte ich mir, machen wir noch mal ein kleines Update, nachdem wir gestern ja das spontane Update eingeschoben haben, nachdem wir schon 2 Sales nach ein paar Stunden bekommen haben. Jetzt schauen wir mal, wie die 24 Stunden seitdem sich weiterentwickelt haben. Und wenn wir hier reinschauen, sehen wir, dass gestern noch ein 3. Sale tatsächlich reingekommen ist. Also wir sehen hier Total Orders 3 Sales. Wir haben 89,95 Euro eingenommen und haben hier eine Conversion Rate von 0,67, wo ich denke, die auf jeden Fall noch ausbaufähig ist. Aber ich würde sagen, wir sind immer noch sehr am Anfang und dementsprechend hier schon mal 3 Sales am ersten Tag und damit auch leicht profitabel, wenn wir jetzt schauen, in was wir denn ausgegeben haben. Denn hier können wir sehen, unsere Total Costs sind aktuell bei 121.
ehrlich, wir sind heute nämlich wieder ein bisschen negativ geworden. Ich habe nämlich heute Morgen eine weitere Kampagne gelauncht, um einfach verschiedene Zielgruppen zu testen. Und ich habe gesehen, dass dort leider die CPA nicht so gut war. Denn wir haben hier eine fast doppelt so hohe CPA wie bei der alten Kampagne, haben zwar eine Conversion bekommen, aber dennoch damit nicht profitabel geworden. Deswegen habe ich diese auch wieder ausgestellt und habe die andere wieder aktiviert. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, schauen wir mal, wie sich das die weiteren Tage entwickelt, ob wir damit profitabel werden. Und ich lasse euch auf jeden Fall up to date. Ja, hier auf dem Dashboard könnt ihr jetzt den Zeitraum der letzten 3 Tage sehen, also vom 23. bis zum 25., wie viel wir insgesamt verkauft haben und so weiter. Ich gehe das mit euch ganz kurz durch. Also wir hatten Total Sales, also unser Gesamtumsatz von 246,85. Wie ich an den letzten Tagen festgehalten habe, haben wir hier mit 2 Sales gestartet. Das war direkt am ersten Abend, wo ich sehr überrascht war, dass da überhaupt schon, sag ich mal, Sales stattgefunden haben. Dann haben wir am Tag darauf, wo die Kampagnen optimiert wurden, nochmal einen Sale bekommen. Dann haben wir über den Rest des Tages leider nicht gesehen, dass die Kampagne sich stark optimiert hat. Das war dann, wo wir auch das Update-Video letztendlich dazu aufgenommen haben, aber dann gegen Abend tatsächlich nochmal 3 weitere Sales reingekommen sind. Das war dann, als wir wieder auf die alte ursprüngliche Kampagne zurückgeschwungen sind. Das heißt sozusagen, die hat eigentlich ziemlich gut performt. Und dann ist, sag ich mal, da am Morgen nochmal einer reingekommen. Ja, und hier am gestrigen Tag seht ihr dann noch einmal einen kleinen Spike, wo wir dann sozusagen 72,96 € eingenommen haben. Und da habe ich auch ein bisschen was an der Strategie geändert. Und zwar haben wir hier einen Bundle-Deal. Das war sozusagen eine Bestellung, aber mit 3 Produkten, die sozusagen hier für 72 € dann erworben wurden. Deswegen sieht man auch hier Total Orders nur 7 und Produkte waren es eigentlich 9, die wir verkauft haben. Aber das ist jetzt, was wir sozusagen hier auf Shopify sehen. Die Conversion Rate ist unter 1%, was ich meiner Meinung nach noch, so wie ich mich umgehört habe, auf jeden Fall verbessern sollten. Und ansonsten waren die Ergebnisse gar nicht so schlecht, meiner Meinung. Wir können auch hier nochmal kurz in TikTok reinschauen, einfach nochmal zu schauen, um wie viel wir jetzt letztendlich ausgegeben haben. Hier auch gleicher Zeitframe, 23.09. bis 25.09. Und hier unten können wir dann letztendlich sehen, dass wir 198 € für die TikTok-Ads ausgegeben haben. Irgendwie war das Tracking leider nicht so gut dort. Ich habe nämlich hier nur 4 Conversions. Aber an sich stimmt es, sage ich mal, mit den Abrechnungen überein. Und deswegen denke ich jetzt, sollten wir uns mal anschauen, was ist jetzt am Ende bei rumgekommen? Waren wir profitabel? Waren wir negativ? Das schauen wir uns jetzt zusammen an. Ich würde sagen, fangen wir mal mit der positiven Zahl an, und zwar unsere Einnahmen. Wir haben über die 3 Tage jetzt gerundet 247 € eingenommen. Davon müssen wir jetzt folgende Kosten abziehen. Die größten Kosten, die natürlich davon jetzt erstmal abgezogen werden müssen, sind unsere TikTok-Ads, also unsere Werbungskosten von 199 €. Dann zusätzlich natürlich auch unsere Produktkosten, also was hat das Produkt uns im Einkauf gekostet, plus den Versand. Das war zusammen 7 € pro Stück. Wir hatten 9 Produkte verkauft, also dementsprechend 9 mal 7 sind 61 €. Dann zusätzlich dürfen wir natürlich auch die Domain nicht vergessen. Die habe ich jetzt bequemerweise direkt in Shopify gekauft, um sich den Prozess jetzt, sag ich mal, zu vereinfachen, für 14 €. An sich kann man die aber auch, wenn man jetzt wirklich Kosten sparen möchte, auf alles, was geht, bei Ionos erwerben beispielsweise. Die bieten da manchmal für neue Kunden so einen Rabatt für 1 Jahr 1 € an. Deswegen, das kann man da, sag ich mal, noch ein bisschen günstiger gestalten. Ansonsten hatten wir eigentlich keine weiteren Kosten, denn Shopify hat ja seine 14 Tage freien Trial. Wenn man sozusagen sich anmeldet, dann kann man erstmal 14 Tage ausprobieren, ohne aktiv zahlen zu müssen. Und das Gleiche war auch bei den Apps der Fall. Also die Apps, die ich genutzt habe, hatten alle einen freien Trial. Somit sind jetzt die letzten 3 Tage keine weiteren Kosten auf mich zugekommen. Wenn ich das Ganze über 14 Tage hinaus weiter teste, dann kommen 29 € im Monat von Shopify auf mich zu und bei den Apps jeweils, welche wir dann noch weiter verwenden werden. Aber das Ganze bringt uns jetzt, wenn wir die Ausgaben von unserem Umsatz abziehen, auf einen Gewinn von minus 27 €. Wir haben leider keinen Gewinn in den ersten 3 Tagen erwirtschaften können, aber ich dennoch denke, dass wir, sage ich mal, ein sehr, sehr gutes Produkt gefunden haben, weil wir haben jetzt, sage ich mal, hier Ausgaben von ca. 250 € gehabt, aber trotzdem nicht groß im Minus sind. Ich persönlich finde das, vor allem wenn man angefangen hat, einen großen Erfolg, dass man jetzt nicht mehrere 100 oder 1000 € schon mal in Ads verloren hat, sondern, sage ich mal, viele Sachen auch daraus gelernt hat. Denn meiner Meinung nach kann man da noch viele Optimierungen vornehmen, die, sage ich mal, jetzt über die nächsten Tage auch ausgetestet werden. Und deswegen möchte ich euch jetzt einfach noch kurz aus den ersten 3 Tagen meine Pros und Cons aus dem neuen Dropshipping-Modell mit TikTok mit euch teilen möchte. Und da würde ich mit den Cons erstmal kurz beginnen. Der größte Con oder größte Nachteil, den ich eigentlich immer persönlich bei Dropshipping gesehen habe, ist, dass du erstmal eine gewisse Art von Werbebudget, Kapital mitnehmen musst. Da, sage ich mal, ist es so, wenn man natürlich jetzt TikTok-Ads, Facebook-Ads oder was auch immer schaltet, du wirklich einfach mal 500 bis 1000 € einfach für Werbebudget mitnehmen solltest, weil du natürlich verschiedene Produkte erstmal testen musst. Es kann sein, dass du in
ein schlechtes Produkt hast, dort jetzt die Werbeanzeigen schaltest und erstmal ein paar hundert Euro miese fährst. Das ist natürlich, sag ich mal, eher ein negativer Punkt. Aber auf der anderen Seite, durch TikTok, du natürlich auch die Möglichkeit hast, das Ganze organisch zu testen. Das hatten wir jetzt leider nicht die Zeit dazu, weil wir uns, sag ich mal, auf die 3-Tage-Challenge fokussiert haben und dementsprechend jetzt nicht genügend Zeit hatten, TikTok organisch aufzubauen. Aber das ist natürlich eine große Möglichkeit, wo ich ja, sag ich mal, auch ein großer Fan bin von der Plattform TikTok, dass man dort wirklich die Möglichkeit hat, ja, auf Viralität zu gehen und leicht organisch Aufmerksamkeit zu generieren. Das heißt, wenn du wirklich nicht das Geld für dieses Startkapital oder dieses Geld für die Werbeanzeigen hast, dann kannst du es auch probieren, einfach mal organisch zu probieren, weil es ja letztendlich dich einfach nichts kostet, außer Zeit und Erfahrung, die du sammelst. Ansonsten hatte ich eigentlich nur noch einen weiteren Nachteil, der mir aufgefallen ist, wenn wir uns jetzt mit so, ja, Hype-Produkten oder Produkten im Trend beschäftigt haben, ist, dass wir die längere Lieferzeit von 14 Tagen hatten. Und 14 Tage ist immer noch besser, das weiß ich noch, als damals ich mich damit beschäftigt habe, von 6 Wochen. Ist trotzdem meiner Meinung nach immer noch ein bisschen länger, als es eigentlich sein sollte. Es gibt, ich weiß, auch Hersteller, sag ich mal, in Deutschland etc., wo man das Ganze innerhalb von ein paar Tagen, dafür zahlst du natürlich auch deutlich mehr und auch hast auch nicht die Produktauswahl, die du jetzt vielleicht da dir gerade wünschen würdest. Kommen wir deswegen jetzt zu den Vorteilen, also zu den Pros, die ich jetzt halt mitnehmen konnte. Das war auf der einen Seite natürlich die schnelle Umsetzbarkeit. Ich glaube, wir haben es gesehen, innerhalb von 3 Tagen konnten wir den Store aufbauen, wir konnten Werbung schalten und wir haben direkt die ersten Ergebnisse, also unser Feedback bekommen. Das ist meiner Meinung nach ein sehr großer Pluspunkt, weil man natürlich immer direkt eigentlich sehen möchte, wie klappt das Ganze, was ich eben ausprobiere. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass, wenn das Ganze gut funktioniert und unterm Strich wir positiv, also Profit fahren, dass man das Ganze sehr gut skalieren kann mit Erhöhung vom Werbebudget etc. Aber da, wie gesagt, der Punkt, muss man einfach das richtige Produkt, also ich habe für mich gefunden, dass es sehr, sehr produktabhängig ist. Du musst einfach schauen, weil wenn du dort das richtige Produkt erwischt hast, du wirklich, sag ich mal, viele Sachen immer noch optimieren kannst am Store, in deinen Kampagnen etc. Eben auch wie die Art, wie du es verkaufst, ob du es in Bundles verkaufst, ob du Upsells machst und so weiter. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und das möchte ich jetzt auch erstmal die nächsten Tage und Wochen noch mit dem Produkt ausprobieren, weil ich denke, ich habe jetzt nicht einen kompletten Fehlgriff gemacht, vielleicht auch nicht den perfekten Glücksgriff, aber ich fände es jetzt schade, das einfach nach 3 Tagen aufzuhören, die Arbeit, die man reingesteckt hat, und deswegen schaue ich mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wenn ihr dazu, sage ich mal, ein Update haben wollt, dann lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Ja, damit kommen wir jetzt zum Ende des Videos und meine persönliche Empfehlung oder was ich letztendlich machen würde. Ich würde sagen, wenn man jetzt 500 bis 1000 Euro zur Seite liegen hat, die man einfach mal für irgendwas ausprobieren möchte, dann ist es auf jeden Fall ein Versuch wert, sich in dem Ganzen mal einfach zu spielen, es auszuprobieren, weil ich bin eine Person, ich probiere lieber Sachen aus und ja, scheitere und weiß dann letztendlich, das ist was für mich oder eben nicht. Wenn ich jetzt gar kein Geld habe, dann entweder wieder, wie gesagt, die Variante zu gehen mit TikTok organisch ist einfach mal auszuprobieren oder beispielsweise eben andere Businessmodelle, wie ich es damals gemacht habe mit meiner Social Media Agentur, weil du dort einfach Dienstleistungen, also deine Zeit verkaufst und jetzt nicht irgendwie irgendwelche Werbekosten oder etc. Auf dich zukommen. Aber ja, das war es jetzt von meiner Seite. Mich würde natürlich mal interessieren, wie ihr das Format von der 3-Tage-Challenge gehalten habt. Wenn es euch gefallen hat, würde mich natürlich gerne ein Like freuen. Wenn ihr noch nicht Abonnent des Kanals seid, gerne ein Abo. Ansonsten auch einfach unten kommentieren mit anderen Vorschlägen, was man denn vielleicht mal für Businessmodelle live ausprobieren soll für euch. Das ist natürlich auch einfach realistisch. Das war für mich der Grund dieses Videos, einfach realistisch mal zeigen kann, okay, in diesen 3 Tagen, wenn man das Ganze jetzt umsetzt, ist das und das möglich. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn du bis zum Ende dabei geblieben bist, vielen Dank für deine Zeit. Und wenn du weitere Videos nicht verpassen möchtest, dann mach auch gerne die Glocke an. Jetzt kommen nämlich wieder wöchentliche Updates. Und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.